Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft, Fizzbeast, Infinity, Ewolf, Skyblood, extra Block oder so ähnlich, ja. Wundervoller Anfang. Hier haben sich mittlerweile ein bisschen was verändert. Die Bäume hier sind weg, habt ihr ja schon gesehen, die sind jetzt hier hin, mehr oder weniger. Ich habe jetzt Birken mal angepflanzt. Hier habe ich so einige Setzlinge reingetan. Jetzt habe ich mal hier die Teile Acorn und Akazia, hier habe ich Akazia-Zeptings. Holz habe ich mittlerweile auch einiges gesammelt. Ja. Dann hier ist das ganze Kleinkram von den Ohrs. Hier so erste, wie die zu barren werden, habe ich jetzt hier mal reingetan, also der ganze Staubkram. Und hier so das fertig, die Juwelen und Edelsteine und das sonstige Klumpe. Ne, versteht er, ne? Habe ich hier noch eine kleine Truhe für Krimskrams, hier noch ein bisschen Dirt hergestellt. Und naja, so. Ich habe mir jetzt etwas vorgenommen. Wir kümmern uns heute erst einmal um die Smeltery. Wir wollen jetzt mal so langsam anfangen, ein bisschen mehr mit hier so das Zeug zu barren zu machen. Und dafür brauchen wir einen Smeltery Drain, einen Smeltery Tank und einen Smeltery Controller, einen Seared Faucet, einen Casting Table und ein paar Seer Bricks. So. Fangen wir dann mal an, das Ganze aufzubauen. Das wird jetzt der lustige Teil. Ich glaube, ich mache das ganz einfach. Jetzt wird's lustig. Weil wir ja unter die Erde kommen müssen, werde ich mir jetzt hier einmal so ein bisschen Wasser runter platzieren. Und dann hier einen Block so platzieren. Weil dann kann ich das auch ganz einfach hier so und so machen und wir sind abgesichert. So, hier einen Seared Brick. So, hier müssen dann auch noch Seared Bricks hin. Ganz vorsichtig. So und so. So und so. Zack, zack. Zack, zack und zack. So, sehr schön. Hier kommt dann noch hin. Dann kann ich hier eigentlich die Umrandung, also hier die Bricks wegmachen, aber werde noch Cobblestone darunter platzieren, damit wir eine Absicherung haben. Ne? Ich will es ja hier sicher angehen. Also wenn wir das Teil mal irgendwann abbauen müssen, dass wir da, wie gesagt, eine Absicherung haben, ne? Sollte verständlich sein. Machen wir mal so. 1, 2, so. Jetzt einmal hier. Jetzt kommt der lustige Teil. So, hier will ich den... Na? Ich war mir jetzt nicht sicher, ob der sich schon automatisch richtig rumdreht. So. Smeltery Drain da. Casting Table da. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen bescheuert, aber naja. Juckt mich jetzt eher weniger. So. Und hier die drei Blöcke noch hin. Weil dann kommt hier noch ein Seared Tank hin. Der Smeltery Controller und nochmal ein Seared Brick. Und die Smeltery existiert. Sehr schön. So, jetzt haben wir noch ein Problem. Wie kommen wir an Lava ran? Oh, na, na, okay, jetzt ist es safe. Alles cool. So, wie kommen wir an Lava ran? Lava. Schauen wir uns mal Lava an. Können wir einfach hier draufklicken? Ja, super, am Lava fällt mir kälter. Aber wir müssen irgendwas im Squeezer machen. Mach mal Crucible, da sind wir auch noch fallen weit weg. Es geht aber noch eine andere Möglichkeit. Wir können uns einen Crucible machen, ja, ein Crucible. Da brauchen wir, was ist das? Crucible? Ich will es nicht wissen. Nein, wir wollen nicht hier den Unfired Crucible. Da brauchen wir Porzellan-Clay. Das ist Clay mit Bone Meal. 7 Stück plus 7 Bone Meal. Haben wir ja zum Glück. So, Porzellan-Clay.
einmal so. Und das kommt, da schmeißt man die eine Bude weg. Die steppe ich mal hier rein und hier können wir Kobbel wieder rein. Also Kobbel ist noch mal mit einer Weile schon genug, wie ihr das seht. So, was machen wir jetzt mit diesem Teil? Erstmal nehme ich mir noch mal ein bisschen Cobblestone. So. Weil hier wollte ich dann was aufbauen. So. Danke, das reicht auch schon. Wasser kann er wieder zurück. So, schauen wir. Wie ich das sehe, oder? Nee, das jetzt, das geht klar, das geht klar. Machen wir einmal hier so ein bisschen Fläche hin, so ungefähr. Dann brauchen wir dann mal Slavies. So, wir wollen ja schon darauf achten, dass er exporten kann, und wenn wir mal schauen, da kann blöderweise momentan was spawnen. Zack, 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 zack. So, sehr schön. Ja, machen wir nochmal so. So, und jetzt brauchen wir... Oh, die Fackel hat es noch weggespült. So. Wir brauchen aber nochmal eine neue Fackel. Oh, da kann auch noch was drauf spawnen. Okay, gut zu wissen. Machen wir einmal hier 4 Stück. Hier Fußwurst haben wir genug. Zack und zack, Fackeln. Mal hier mit drauf. Wenn wir das hier drauf machen, reicht das nicht ganz. Aber so, jawohl. Und wenn wir jetzt hier eine Fackel drauf platzieren, ich mache da bewusst eine, und dann... Das hat ja super funktioniert. Und dann auf dem Fußbild drauf haben wir hier die Möglichkeit, Lava herzustellen. Das geht jetzt ganz einfach. Wir schmeißen Cobblestone rein und jetzt brauchen wir 1250 Sekunden oder 1000 Sekunden. Ja, das dauert einen Moment. In der Zwischenzeit habe ich noch etwas anderes vorbereitet. Schauen wir mal nach. Wir können uns jetzt einen Blast Furnace aufbauen. Was war das für ein Geräusch? Okay. Für den Blast Furnace brauchen wir Bricks, Sand, Enderperle, Post Blue oder TNT? Ja, gibt es eine andere Möglichkeit. Es gab dann auch den von Immersive, ne? Genau, Blast Brick, Harden Clay, Sand, Port of Blue, eine Enderperle oder TNT. Super. Also, ich habe nochmal vorbereitet. Harden Clay und Sand habe ich schon parat. Nur das Problem ist, nicht wie in Post, wie kommen wir jetzt an Ball of Blue? Ball of Blue ist irgendwas mit Blue in der Smeltery, also na. Enderperlen, naja, Enderpearl Pouch, naja, gut. Bean, Scrap, Wanna, da sind alles immer so mein Weg. Weg. Ja, dann bleibt natürlich nur TNT. Und das habe ich auch schon vorbereitet. Wie ich an so viel Gunpowder gekommen bin, vom 7. Hier sieht man, ich habe noch ein Stack an 3 Gunpowder übrig. So, und wenn wir es einmal so machen, haben wir Blast Bricks, 28. Sind zwar wieder zu viele, aber naja, besser als gar nichts. So, und den würde ich sagen, platzieren wir hier so neben. Zack, zack, zack. Dürp, die dürp, dürp. Dürp, 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 dürp. Der muss, meine ich, nicht hollow sein, der muss komplett ausgefüllt sein. So, sehr schön. Können wir jetzt aber noch nicht so drauf zugreifen. Warum? Weil wir brauchen noch einen Hammer. Welcher? Der Engineers. Das sind 2 Eisen, 2 Sticks und ein String. Scheiße. Da muss ich jetzt dann mal hier einen festen. Ja. Kommt schon irgendwie anders an String dran. Cool, sehr gut. Was ist das eigentlich? Boah, ne. Darauf hat es keinen Bock. Cotton, Industrial Hand Fiber.
Mann, daran habe ich natürlich nicht gedacht. Ja, Bienenmist. Verdammte Axt. Ja, ich kann ja in der Zwischenzeit schon mal hier zwei Iron Ore reinschmeißen. Das kann ich mal reinnutzen. Komm ich knapp da mal die Slabs rein. Wie sieht das hier mittlerweile aus? Ah, das ist noch nicht genug. Ich habe mir jetzt auch ein bisschen überlegt, wie ich das hier mit den Maschinen machen werde. Da werde ich die beiden Dicken hinklatschen. Die Trophy würde ich gerne nochmal abbauen. Weil da würde ich mal ein schickes Gebäude später verbauen. Die kommen dann erstmal hier rein. Ja, und die Slabs wollte ich dann mitnehmen. Weil wir dann hier so eine Art Maschinenweg hinmachen. Wenn ich weiß, was ich jetzt damit meine, ist kein Problem, kein Thema. Ich weiß es gerade selbst noch nicht. So. Was ich mir überlegt habe, dass... Ja gut, da müssten wir wirklich noch... Machen wir noch... Zwei weiter, würde ich sagen. So ungefähr. Weil dann, würde ich sagen, bauen wir hier an unsere erste Energieversorgung. Und da weiß ich auch schon, wie die aussehen wird. Ich habe mir den Mod mal vor längerer Zeit mal angeschaut und mittlerweile mag ich ihn sogar, obwohl ich ihn damals gehasst habe. Aber naja. Okay, der ist entfestet, aber der weitet sich nicht aus. Gefällt mir nicht. Das ist ein ganz, ganz blödes Gefühl. Hoffentlich kommt da ein String raus. Hatte ich noch einen Krug? Schau ich natürlich nach, wenn das ich ihn schon gebaut habe. Kotzen wir den jetzt mal da rein. So, das hat nicht funktioniert, aber weil ich noch machen möchte, habe ich es eben vergessen, deswegen hole ich noch ein Iron Ore rein. Schon mal da rein. Ja, da will man Schere rausbekommen. Und wir brauchen nochmal zwei Spurswood. Weil wir Sticks brauchen. Ich finde nämlich jetzt gerne mal einen Chisel bauen. So ein Chisel my Dizzle. Chisel my Dizzle. Weil da würde ich schon gerne doch schon ein bisschen Ästhetik reinhauen. So, mal schauen. Ach stimmt ja, da war ja was, die sehen ja alle Gotten schlecht aus in dem Texture-Pack. Cobble-Whitestone. Ja komm, arbeiten wir mit dem Whitestone ein bisschen. Verbinden die sich? Natürlich nicht. Gut zu wissen. Wie sieht er mit denen aus? Jawohl, die verbinden sich, dann arbeiten wir so ein bisschen. So, jetzt einmal ganz vorsichtig. Das habe ich befürchtet. 2, 3, zack. Jetzt weiß ich aber nicht, wie breit das geht. Okay, der breitet sich jetzt aus. Ach, jetzt kommt schon. Oh Scheiße. Ja, das ist böse. Das ist natürlich schon sehr böse, wenn hier was spawnen kann. Ja, das knallte ich dann mal da rein. Ich glaube, was ich jetzt ganz einfach mache, ich schaue jetzt erstmal so, dass ich jetzt erstmal etwas aufbaue, und zwar ein Kinetic Dynamo, der hier, ist aber auch ein Stil, verdammt. Dann machen wir erstmal das Water Wheel. Braucht man Metal Former. Boah, Alter. Ja. Gut, dann müssen wir doch anders rangehen. Survivalist Generator, dann müssen wir so anfangen.
Da braucht man einen Eimer hier. Ich krieg einen Kotzenfall. Alter. Dieses Pack, ne? Kriegt das hier durch den Spring raus? Jawohl, danke schön. Wenigstens können wir jetzt mal einen Anfang Stahl herstellen. Engineer's Hammer, so. Blastfern. Cool, Blastfern? Das muss ich nicht verstehen, oder? So, hier haben wir Kolko. Und zum Glück haben wir jetzt auch schon die erste Lava fertig. Ah, so gut wie. Die Kolko. Ja. Machen wir hier nochmal. Ich habe natürlich gekonnt. Kogenmaschinen, nicht Kohlen, nicht Kolko. Weil die wollte ich hier reinrotzen. Ja, und dann muss ich mal ganz schnell irgendwie hier nochmal so ein bisschen von dem anderen Wood, hier dem Pyrosot-Fall, was ich aus Versehen gerade genommen habe. Ich werde ihn jetzt gerade nicht verschwenden. Das kann man immer so brauchen. Sehr schön. Super. Aber in den Tank. Leider einen Hummel brauchen und einen Goldrodos nehmen, weil das wenn wir jetzt in der Smeltery schmelzen. Kommen wir jetzt hier rein? Nein. So, und damit können wir jetzt zum allerersten Mal ein Erz schmelzen. Ich will kurz schauen, was brauchen die? Ich hätte mal jetzt noch das Beste vom Herrn. Sinnflate und Hardflate, ich hab's verstört. Aber der Transferno sollten wir langsam hinbekommen, ja. Dann können wir so irgendwie das Zeug da rausholen. Super. Sehr schön. So, jetzt erstmal von vorne. Survivalist. Nee, Moment, ich mach das ganz einfach. Mal schau. Metal Former. Und dann Survivalist Generator. Metal Former brauchen wir da noch irgendwas anderes. Da braucht man schon Laser. Okay. Wieso kriegen wir jetzt keine. Boah, Alter. Tinkers. So. Eine von. Oh Gott, was ist hier schon wieder los? Jetzt muss ich mein Internet weg. Dann nutze ich aber ganz kurz hier die Gelegenheit, um mal zu trinken. Weil ich gemerkt habe, ich kriege einen trockenen Hals. Schon, bitte. Ich weiß gar nicht, was das für ein kaputter Hintergrund ist, ne? Ich habe null Ahnung. Ah, das dauert schon ein bisschen sehr lange. Ich bin jetzt bei 19 Minuten angekommen, würde ich sagen. Wenn ich jetzt einfach hier die Folge, weil ich habe ein Gefühl, der Server ist gerade irgendwie optimiert oder mein Internet, ich weiß es gerade. Oh, mein Internet ist weg. Ich sehe es gerade. Wieder da. Ja gut, ich würde sagen, ich bin dann erstmal hier vorsichtig die Folge, mache mir einen Plan, was ich alles brauche. Ja, Internet ist wieder da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.